Wieder zurück zu Spider-Man Miles Morales. Willkommen, moin moin, hier ist der Angelus. Mann, Folge 10 war ja wieder ordentlich was los. Wir haben den Prowler kennengelernt. Wir wissen jetzt, was Finn antreibt. Es ist Rache. Und Danica hat einen neuen Freunde. Cast. Offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Ah. Und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Cool. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe, wird er gewinnen. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet. Genau. Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen. Und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Vielleicht. Nächste Woche kommt eine gekürzte Fassung meiner Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Bis dann und investiert in Blaulichtfilter, wenn ihr am Computer Kopfweh bekommt. Bye. Bye. Ist das in der S-Bahn drin? Oder? So, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen 11. Episode, ja? Okay, ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Jo. Eine Zeitkapsel an der U-Bahn. Oh, Finn ruft schon an. Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Aha. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Okay. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Mhm. Okay, wir treffen uns da. Okay. Ich werde mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Da war ja schon der Anruf von Finn. Oder er hat sie angerufen. Und ich habe aber gerade hier eine Zeitkapsel eingesammelt. Die war in der Bahn, also. Es ist eine Flagge. Oh, aus Wakanda. Eine wakandanische Flagge, hat er gar nicht so gesagt. Die ist von einem Ausflug zur Wakanda Design Group Expo. Finn sah die ausgestellte Technologie und schrie, ich will Ingenieurin werden. Das blieb wohl so. Tja, aber die haben da ein bisschen bessere Technologie. Okay, das war also die Wakanda-Flagge. So, aber ich wollte ja erstmal mich um die Nebenmission kümmern. Und zwar hier, das Fies-Gebäude ist geschlossen. Das Fies-Nord wurde geschlossen. Es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Ja. Da hatten die Obdachlosen eigentlich immer einen Ort, wo sie hin konnten. Wurde ja von Tante May eröffnet im Hauptspiel. Peter Parker hat da auch gearbeitet und Miles hat er da auch in der Nähe kennengelernt zum allerersten Mal im Hauptspiel. Nein, nein. So, da sind wir hier oben. Diese Wandgemälde sind auch mal toll gemacht, ey. Ich zieh mich dann mal um. Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei Feast los ist. Jo. Von wegen Wasserschaden kam ja über Nachrichten, ne? Ich glaub da nicht so recht dran. Da steckt bestimmt mehr dahinter. Vielleicht will jemand das Gebäude kaufen oder sowas. Die haben ja schon gepackt. Wo ist Miles? Er zieht sich, glaube ich, noch um. Da ist er. Hey, Genki. Ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Was haben sie sich hier mit Zelten und Feuer versuchen sie sich noch ein bisschen warm zu halten, ey. Und das zur Weihnachtszeit, weißt du? Die hatten hier einen echten Dach über dem Kopf. Die hatten hier Essen. Da in dem Zelt. Und jetzt soll das zugemacht werden und alle leben jetzt im Zelt und versuchen sich irgendwie noch warm zu halten bei dieser Kälte. Das ist natürlich scheiße. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Aha. Das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Fiestasyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Das hat er schon mal von seiner Mama gehört. Sprich mit den Leuten im Park. Okay, also die dürfen doch wieder aufmachen. Also es ist nicht, dass das Gebäude jetzt hier ganz irgendwie verkauft wird. Es geht nur um den Rohrbruch. Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht weiß hier jemand was. Und wenn er das vielleicht reparieren kann, können sie hier schon wieder öffnen. Das ist ja cool.
Dann sehen wir uns hier mal um. So, hier wird noch ein Dach aufgebaut. Ich mag es, in eine schöne, warme Wohnung heimkommen zu können. Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ah. Ich helfe bei Feast, oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Ach, das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Da steckt bestimmt mehr dahinter. Okay, das war Glorias Lebensgefährtin. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Wir können ja noch helfen, weil da sind noch mehr Leute hier. Wie dicht die Kamera dran ist, wenn man mal wieder so Miles nur steuert. Nicht Spider-Man. Ist das ein Bild von den Jackson 5? Ist nur noch schwerer. Das saugt Wasser auf wie ein Schwamm. Okay, was haben wir denn hier? Essen. Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Ja. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kam sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Okay. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und haben Vorsicht die mit dem Messer. Ja, sicher, danke. Haben die vielleicht den Rohrbruch verursacht, die er da gesehen hat? Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Kreuzworträtsel machen. Vor dem Feuer. Naja. Hauptsache, man beschäftigt sich irgendwie. Ja, warme ich dachte, Suppe. Das wäre sein... Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Es wurde also geprüft und es wurde nicht gesagt, hey... Hey, hast du Zeit? Der ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen bei Feast rumgetrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Ja. Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. So, umziehen. Dann kümmern wir uns mal darum. Vom städtischen Bauwerk? Die haben hier irgendwie Sabotage betrieben? Bei so ein Bauwerk hier, was eigentlich echt eine gute Sache ist? Widerlich. So, es geht wieder aufs Dach. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mhm. Mal sehen, ob ich das schaffe. Da ist der Wasserturm. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung ich gehe zum Wasserturm. Denke ich mal nicht. Sondern da hinten hin. Ich hoffe, der Anzug hat wenigstens eine Führt in einen Gully. Ein Gulli. Verstopft von... Müll. Abfall. Müll. Natürlich. Ah, dass da das Rohr platzt. Mhm. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Das Pumpwerk. Saubere Flüsseprojekt in der 4. Klasse. Die sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber... Ja. Steig nicht in den Harzen. Nee. Hudson River würde ich auch nicht schwimmen gehen. Nee, nee, nee. Hui. Okay, wir sind gleich da. Da sind wir schon. Das sind Gegner. Das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Ja. Okay, Bankraub verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir es raus. Sorry, das Gerüst ist umgefallen. Ich weiß nicht, was das war. Muss ein Arbeitsunfall gewesen sein.
Da haben wir auch wieder automatische Schusswaffen dabei. So, dann hätten wir nur noch drei. Ich habe da auch wieder so eine geile Blitzvorrichtung. So, dann haben wir die zwei hier auch ausgeschaltet. Und der letzte. Du Telefon? Musst die Pumpe einschalten. Die Pumpe. Ich pump mal. Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Diese hier? Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach am Essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Nö. Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Es sind Ferien. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fesselnd. Nicht Bist spoilern. Du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Ja, ja. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Oh, Mist. Ich glaube, das war zu viel. Oh, schneller Netz. Der Wasserdruck muss genau mittig sein, sonst könnten die Rohre wieder brechen. Ja, okay. Das mache ich wie? Ventil drehen? So nicht. Ich hab gar keine Anzeige mehr gesehen. Da oben hin. Erstes Ventil, jetzt noch zwei. Ach, jetzt, das war's. Aber mit den Netzen hält das doch nicht lange, ey. Da muss noch mal ein Profi dran. Irgendwie, ruf mal Röhricht an oder sowas. Das mit den Netzen ist ja nur vorübergehend. Hinter Müll. Hinter Müll. Cool. Ich wollte das wegziehen. So cool ist es gar nicht. Wow! Zieh das doch nicht immer so, dass das Ding auf deine Füße fällt, ey. Haben wir hier auch wieder kaputtes Wasser... Dingensbums? Nee, ne? Ah, kalt! Ah. Kaltes Wasser. Das waren zwei. Ah. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Oh, Weihnachtsmarkt! Unter mir. Zu viele Einzelheiten in diesem tollen Spiel. Vorsicht, darunter. Und oh, hier sind Gegner. Wo ist der Held? Dann zeig mal, was du Hey Jungs, sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Du bist tot. Das hier geht dich gar nicht an, Spider-Man. Das hier ist eine Privatangelegenheit. Hau lieber ab. Mit unserem Boss willst du dich nicht anlegen. Deshalb lässt man die Finger von Asylen. Wenn ihr Harlem in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Vielleicht. Noch könnt ihr abhauen. Wann check out. Reicht ja, wenn ich euch treffe. Falscher Spider-Man. Los. Falscher Spider-Man? Das ist aber beleidigend jetzt. Was war das denn für ein Move? Alter, wie die am Wegblitzen sind. Hier hast du mal eine Autotür. Da, bitteschön. Wem das Auto gehört, das tut mir leid. Jetzt zum Druckventil. Ich hoffe, der war versichert. Okay, Druckventil. Das passt. Das sollte passen. Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen. Natürlich. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Feast Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht, kommt sofort. Ruf mal in der Stadt an. Immer ein guter Rat. Ui. Ordentlich Speed aufbauen hier. Sorry. Die Kerle schon wieder. Mit Scharfschützen? Ich muss sie unbedingt loswerden. Einer ist weg. Das gibt blaue Flecke. Okay. Hast du den Boss eigentlich schon mal besucht? Nö. Dann erzähle. Besuch ist nicht erlaubt. Man kann ihn nur über die Videoschalte im Keller kontaktieren. Dass die Wachen ihm eine Webcam erlauben.
Machst du Witze? Die meisten von denen stehen schon ewig auf seiner Gehaltsliste. Der Boss von denen ist also im Knast. Es ist also jemand, den Peter auch eingebuchtet hat. Das soll ja kein normales Gefängnis sein. Nee. Es ist brutaler, dreckiger. Und man weiß nie, ob ein eher ein Insasse oder ein Wachmann absticht. Oder beides. Es ist halt schwer vorstellbar, dass der Boss da einsetzt. Er steht doch sonst über allem. Ach, ich glaube nicht, dass er lange drin bleibt. Und selbst wenn, er hat immer noch Einfluss hier drauf. Ohnmächtig sehen Sie so friedlich aus. Stadt das Gebäude geschlossen hat. Ah, das war das Gebäude. Ist es Fisk? Fisk vielleicht, der Boss? Der könnte vom Gefängnis aus hab so viel gehört, Jordan hat Druck mit einem Undercover-Cop geplaudert. Ausüben. Nein, so blöd ist er doch nicht. Ja. Wo ist er jetzt? Sagt mir, für wen ihr arbeitet! Mabu! Halt! Vielleicht der Kingpin. Ich dachte, er wäre der Letzte, deswegen habe ich da diesen Angriff benutzt. Ist das Dojo? Dann bist du der Letzte, ne? Ne, da ist noch einer auf dem Dach. Okay, komm mal da runter. Steh wieder auf. Der lebt noch. Aber er ist aus dem Gebiet raus. Hallo. Misch dich bloß nicht ein, du Ratten! Komm mal her. Ist er jetzt down? Nö. Ich zieh dich hier hoch. Hier ging's Auto. So, man guckt auch nach links und nach rechts, wenn man über die Straße geht. Du, der Sack. Hey, ich hab Neuigkeiten. Hab ich? Ihr Boss sitzt im Raft. Mhm. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Ja. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Jetzt das Wasser. Damit die Leute mal wieder ins Warme können. Dann mal Wasser. Marsch. Marsch. Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, aha, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben es verhindert. Yay, Team! Es ist ein Premium-Grundstück also, okay. Deswegen könnte der da Interesse dran haben. Drücke für einen Wendungsvorsprung zu lauern? Nein, ich will da runter. Also gehen wir gucken, ob die hier alles haben. Hopp. Als Spider-Man aber diesmal, nicht als Miles. Hey, Gloria. Guten Tag. Oh, Spider-Man. Hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich habe da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Gern geschehen. Das ging auch schnell. Hey, Gloria, Miles hier. Das Feast Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Nee. Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Okay. Tschüss. Juhu! 10 Marken, 1500 EP. Dank uns ist das Feast Nord wieder offen. Dream Team. Auf jeden. Ich gehe der Sache mit dem Boss und seinen Nachrichten aus dem Raft nach. Wäre spitze, wenn wir das unterbinden. Ja. Klingt gut. Ich check weiter die App. Danke, Mann. Das finden wir noch raus, wer da der Boss ist. Alter, wie schnell die hier fleißig die Zelte abgebaut haben, ne? Guck dir das an, der ganze Park ist wieder frei. Keine Zelte, keine brennenden Tonnen mehr da, alles sauber. Das ist auf jeden Fall vorbildsmäßig. So. Und ich hatte Level Up, ne? Das gab ja auch echt viel EP hier. Und dann können wir hier die nächste Nebenmission dann auch angehen. Das ist dann 3 von 7. Die nächsten werden dann hier ja freigeschaltet oder auch auftauchen, wenn man in der Hauptgeschichte weiterkommt. Das war in dem Hauptspiel auch immer so, dass die nach und nach immer aufgetaucht sind. Ich muss da sowieso noch ein paar
Kisten einsammeln und die Zeitachsen, wollte ich gerade sagen, Zeitkapseln und die diese die Generatoren schließen. Aber es war doch wieder eine coole Nebenmission. Wieder ein bisschen Geschichte drin. Ah, ich habe auch einen neuen Anzug wieder, weil ich ein Level-Up hatte. So, das hier, den hatte ich noch freigeschaltet in der letzten Folge. Strike-Anzug, den könnte man bauen. Der ist halt voll, ja, sieht man auch ausgelegt auf so Venom-Power. Sieht man an den fetten Handschuhen so für den Nahkampf. Die Venom-Krafterzeugung erhöht sich, wenn die Gesundheit sinkt. Und jetzt hätten wir noch den hier. Das Ende-Anzug heißt das. Okay. Also die Jacke ist ganz cool, aber die Hose gefällt mir überhaupt nicht. Was soll das, so eine Jogginghose sein mit so einem Tarn? Das Tarnmuster ist halt blöd. Die Jacke ist geil, finde ich. Also dann die Maske da noch auf, das Oberteil und dann die Kapuze noch auf, finde ich nicht schlecht. Stiefel gehen auch. Aber warum, was soll das für eine Hose sein? So eine Tarnmuster-Kackhose. Nee, also wenn hier nochmal eine anständige schwarze Hose dabei wäre, wäre das echt ganz cool. Finde ich sogar besser als dann hier diese knallrote Kapuze von hier. Also hier die Red Hood-Kapuze. Aber diese Hose geht leider gar nicht. Okay, verlangsamt den Ablauf der Tarnungszeit bei Nichtbewegung. Also für Tarnung ist es natürlich super. Assassinen-Klamotte. Wenn die Hose nicht so scheiße wäre. Nächster Anzug gibt es ab Level 12, ab Level 13 und so weiter. Ja, kriegen wir. Fertigkeitspunkt können wir noch mal checken. Ich habe das hier noch gelernt. Halte Dreieck, um Waffen mit bioelektrischer Kraft zu reißen und werfen. Verursacht bei Aufprall Venom-Schocker und wirft Gegner zu Boden. Also das habe ich eben auch mal im Kampf einmal eingesetzt. Blitzwaffen dann. War eigentlich ganz cool. So, das hier können wir noch nicht. Das ist Stufe 15. Was haben wir denn hier? Erhöht die Reichweite des Venom-Schlagschadens, wodurch mehr Gegner beim Aufprall Venom geschockt werden. Das hier finde ich auch ziemlich geil. Erhöht den Wirkbereich von Venom-Schmetterer, den ich ja ziemlich gerne Einsätze von oben. Und hier noch größere Reichweite, mehr Gegner getroffen werden, alle geschockt. Ist schon nice. Was haben wir hier bei Tarnung? Getarnte Angriffe kosten weniger Energie. Ich nehme erstmal das hier mit den Venom-Reichweite. So. Das habe ich jetzt schon wieder bei Sammlung. Ach, glaube ich, nur ein Anruf, ne? Ja, der Danica-Podcast, den habe ich ja gehört. Jameson will diskutieren, okay. Gut, Leute, das wäre es dann für die heutige Episode. In der nächsten Folge machen wir die nächste Nebenaufgabe hier in Harlem. Das ist gleich da vorne. Und dann, wenn wir danach noch Zeit haben, vielleicht eine weitere App-Mission. Ich mache das mal auf, da haben wir nämlich hier auch noch ein paar. Räuber in lokalen Geschäften, das ist die Nebenmission. Und hier sind noch ein paar, ganz schön viele Nebenaufgaben hier in Harlem, was die App angeht. Und Verbrechen, ja gut, die... Da hätten wir auch nur noch einen. Bewaffneter Raub. Das geht. Kriegen wir alles hin. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge von Spider-Man Miles Morales. Ciao, ciao.